Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global News. Global News hier bei Schoki Banoki. Wir rufen jetzt den Sascha an und gucken mal, wo der Sascha denn heute in der Welt unterwegs ist. Es klingelt. Hallo Christian. Hallo Sascha, grüße dich. Na, wie geht's dir? Mir geht's super gut. Ich bin natürlich in der Welt unterwegs, ist ja klar. Wo bist du? Ich bin in Kroatien. Oh, Kroatien. Kroatien, ja. Genauer gesagt in Istrien, noch genauer gesagt in Fažana. Und hier im Hintergrund sieht man das wie heißt Meer. Das? Sašana? Nicht Sašana, sondern Fažana, so wie Fasan. Ach so, ich dachte Sašana, die haben es nach dir benannt. Ja, das werden sie wahrscheinlich, nachdem ich hier ein paar Wochen war, werden sie es wahrscheinlich machen. Okay. Aber momentan noch nicht. Noch nicht? Ja. Okay. Ja, ich liege hier ein bisschen im Garten bei mir und lass mir jetzt erzählen, wo du gerade in der Welt unterwegs bist. Kroatien, Sonne, Strand höre ich schon. Okay. Das heißt, du machst dich auch locker, oder was? Ja, jetzt gerade mal, ja. So ein bisschen mit meinem Liegestuhl hier im Garten, vor meiner wunderschönen grünen Ecke. Hier im Hintergrund sieht man den Hafen von Fažana. Oh. Ziemlich geil hier, ich muss sagen, ehrlich, also wirklich voll der Geheimtipp. Mhm. Saugeile Gegend, saugutes Wetter, wir haben jetzt 30 Grad, Sauhitze. Also für mich Sauhitze, ab 15 Grad ist ja für mich Hitze. Ab 15 Grad fängst du an zu schwitzen und du findest es unerträglich. Und ich bin eigentlich immer unerträglich, aber ab 15 Grad erst recht. Ja. Aber was machst du da? Geil ist wirklich, für Schoki Banoki Global News bin ich natürlich unterwegs, habe keine Einmal Kosten. Durch die Welt Kosten schon. Wenn ich Kosten gescheut hätte, dann wäre ich auf den Dolomiten. Nee, wie heißt das? Pyramiden? Dolomiten? Nee, Dolomiten ist ein Käse. Was sind das? Was sind denn Dolomiten nochmal? Was? Dolomiten? Nice, ne? Dolomiti? Du wärst weitergefahren. Ich wäre auf jeden Fall auf die Malediven, das wollte ich eigentlich sagen. Malediven, ja. Dolomiten liegt ja direkt ich nebeneinander. Ja, okay. Genau. Ja. Aber ich habe keine Mühen gescheut und bin nach Kroatien gefahren und habe mir gedacht, wie geil ist das denn? Das Wasser ist sauklar. Hier kannst du einfach reinlaufen. Du brauchst natürlich diese Wasserschuhe, ne? Kennst du? Weil es alle Steinstrände sind. Ja. Alles Steinstrände, aber das Wasser ist sauklar, sauber. Also wirklich geiler kann man es eigentlich fast nicht haben, außer in den Dolomiten. Außer in den Dolomiten auf den berühmten Malediven. Ja, genau, ja, richtig. Ja. Ja, ich zeige mal im Hintergrund auch hier die Zuwegung zum Hafen. Es ist einfach wirklich geil. Also ich sage einfach mal, obwohl ich es jetzt nicht sehe, sage ich einfach mal, wunderschön. Ja, mach mal. Mach mal kurz. Und greif dir so in die Hose dabei. Wunderschön. Ja. Oh, es ist schön. Ja. Ja gut. Also, ist wirklich schön, muss sagen. Also Fažana ist auf Istrien, in der Nähe von Pula. Ja. Muss man gewesen sein. Also definitiv ein Geheimtipp. Hier sind kaum Touristen unterwegs. Klar, Touristen sind auch da. Aber jetzt nicht überlaufen oder sowas. Von daher perfekt. Geht's noch. Muss man hinkommen. Ja, und du wirst halt dauernd erkannt und musst dauernd Autogramme geben. Ja, ich guck gerade mal, ja, jetzt gerade nicht. Ne? Ich habe ja meine Sonnenbrille auf, deswegen erkennt mich keiner. Ja. Und ich habe auch kein Schoki Banoki Shirt an. Wenn ich Schoki Banoki Shirt an habe, dann ist natürlich Katastrophe. Ne? Dann kommen die Leute, klar. Logisch. Ja, geht mir genauso. Ja, genau. Ja, geil. Global News aus Kroatien. Sehr schön. Hier, Sascha, dann mal gucken, wo du demnächst bist. Ja, also ich bereite auch gerade was vor, aber ich verrate noch nichts. Sehr gut, alles klar. Ja. Bravo. In diesem Sinne, Sashi, ne? Haust du rein. Cheerio, Miss Sophie. Gute.